Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command 1939 Szenario gegen Papa Bär. Und mal sehen. Die Briten machen da aber auch Ärger. Das italienische U-Boot hat echt Pech, dass es auf seinem Feld nicht regnet. Aber doch, jetzt ist es zumindest auf einem Regenfeld. Sie kriegen die einfach nicht vom Hafen weg. Weiter belagert und da werden die Orte weiter besetzt und hier ziehen sich die Briten, ich glaube, letztes Mal vermutet hatte, auch zurück. Gut, die Eisenbahn ist intakt. Irgendwer müsste mal den Irak rüber und die Ölfelder sichern. Das U-Boot scoutet wieder in den Häfen, ob da irgendwo ein Landungsboot oder sonstiges Schiff ist. Und zieht sich dann erstmal zurück. Ja, so weit, so gut. Da ist ein sowjetisches Schiff. Da ist noch der Zerstörer von eben. Der für Italien? Na, ich weiß nicht. Ende Oktober Griechenland den Krieg erklären. Ich würde es eigentlich nicht machen, also. Ich meine, klar, Griechenland, das wäre noch ein paar MPP und so. Aber erstmal, ja, man könnte über Bulgarien kommen und da ist, also nee, ich will es nicht. Gut, dann schauen wir mal der Gegner. Die haben hier keine guten Versorgungswerte, das heißt, das HQ ist wohl auf jeden Fall abgehauen. Hier mal ein bisschen rücken, aber ich glaube nicht, dass du jetzt groß auf Widerstand stoßen wirst. Dann könnt ihr schon mal sowas wie Vollgas geben. So, dann du könntest hier zum Beispiel die ganzen Zypern einnehmen, dann hat sich das auch erledigt. Tja, und das Ackerbar erobern und jetzt wird es mal Zeit, hier was zu machen, dass man die Briten hier zurückschlägt, nicht dass sie sich da noch zu stark aufbauen. Eigentlich irgendjemand. Diese Armee wäre immerhin mal auf dem Eisenbahnnetz. Okay. Kostet ein bisschen was, aber man muss die Briten ja auch hier auch mal aufhalten. Du gehst schon mal darüber. Natürlich eigentlich noch Verstärkung kriegen, aber wir müssen ja auch die Briten hier noch endgültig schlagen und alle Häfen übernehmen. Bitte natürlich dieses Ohr. Du nimmst einmal Akaba, gehst zurück und kannst dann im nächsten Zug mit der Bahn verlegt werden. So, dann müsste es darum gehen, hier möglichst schnell reinzukommen. Ja. Könnte ja, denke ich, auch der Panzer. Was ist, falls hier doch noch irgendeiner steht? Na, könnte auch der Panzer gut mithelfen. Und wir hauen die einfach raus. Dich zurück. Du sicherst, denke ich, da oben schon mal den Hafen. Ja, dass der im Zweifel auch nicht einsatzbereit ist. Die Artillerie und eine Garnison. Ja gut, der Flieger. Okay, es kann sein, dass da natürlich noch irgendwo ein Abfangjäger ist. Dann, tja, da solltest du auf den Hafen gehen. Schauen, ob du den vielleicht blockieren kannst. Nein, der Weg ist frei. Wir könnten jetzt selber Schiffe ranholen. Könnten
noch einfach versuchen, den Hafen hier zu belagern. Gut, ist zwar ein wenig angeschlagen. Dafür soll es noch reichen, wenn das U-Boot hier das andere Schiff decken würde und die zusammen den Hafen runter belagern. Kann der Bomber hier einfach auf irgendeine Einheit gehen? Ist auch kein Abfangjäger da oder so. Gut, die Armee recht versorgt und so. Der Hauptquartier, du solltest, denke ich, da rein und du kommst dann hier schon mal mit nach vorne. Oh, sieht alles gebrauchbar aus. Das, ja, die Positionierung der Armee sieht noch nicht gebrauchbar aus. Dann gehst du dahin, da kannst du zur Not einen Gewaltmarsch machen oder was auch immer. Und das Korps kommt dann mit der Eisenbahn dahin. Dann sind die Orte da auf jeden Fall schon mal. Gut, den Ort könnten sie noch kriegen, aber zur Not geht das Korps da rein. Und dann müssten wir sehen, dass hier die Briten da nochmal zurückschlagen. Aber Kairo an sich sollte jetzt nicht das Problem sein. Und theoretisch sollten diese Einheiten zumindest nicht hier rüber entkommen können. Dann hoffe ich. Und habe ich mich gerade vertan, wann der Blockadeschaden abgezogen wird, wie auch immer. Hier, schauen wir uns das einfach mal an, der Marinebomber. Hier noch. Könnt ihr vielleicht mal hier drüben hin, ja. Casablanca. Da solltet ihr ja hin und ein bisschen. Du kannst ja mal Gewaltmarsch in den Hafen fahren, der uns von den Spaniern zur Verfügung gestellt wird. Kannst du ja nebenbei auftanken und das U-Boot, das wird da schon besser wegstecken, wenn was passiert. Erst von daher ran. Dann, wenn wir gerade dabei sind, hier sind ja auch neue U-Boote. Ihr reicht vielleicht erstmal ein bisschen noch auf Nummer sicher. Gut, das ging jetzt recht sauber durch vielleicht. Hier ist am Ende doch irgendwer. Da rückst du uns erstmal eine Dauer vor. Gut, die alle. Dann, was haben wir hier drüben? Der Gegner hat keine Versorgung. Es ist gelungen, den Hafen zu blockieren. Hier ist allerdings überall Regen. Ja, ich hoffe mal, ihr kriegt das hin. Ja, gut. Aber ohne Versorgung der Hafen weiter blockiert, dann nehme ich mal an, dass wir den nächsten Zug schlagen können und dass die Spezialeinheit, die da wahrscheinlich auf dem Weg ist, zu spät erscheinen wird. Und dass dieses sich dann erstmal wieder in den Hafen verziehen darf. Hier kann sich auch zumindest noch ein oder danach kommt, bleib so ungefähr stehen. Ja, wir wissen von feindlichen Schiffen da, aber die italienische Flotte. Und da jetzt eingreift, wird die am Ende nur sinnlos abgeschossen. Nicht. Was haben wir denn sonst noch? Also so, die Panzer sind allmählich angekommen. Du rückst ein bisschen nach Süden. Also, solange nichts Besseres da ist, könnt ihr auch schon mal hier ein bisschen nach Süden. Und irgendwann Belgrad einnehmen, wenn hier auch unsere Verbündeten alle beigetreten sind und sowas. Ihr sammelt euch allmählich alle hier drüben. Ein paar Mann passt noch im Westen auf, auch wenn das wahrscheinlich übertrieben viele sind. Du läufst in einen Hafen rein. Man könnte ja vielleicht auch versuchen mit einem schicken Langstrecken, wobei einfach durch. Okay, ein bisschen riskant wäre schon, oder ob man die einfach nur so verschiebt. Naja, wie weit die noch Verstärkung brauchen? Also das sollte ja wohl fallen.
mal von aus. Reine Versorgung sollte ja theoretisch besser werden. Dann kann man sich da sammeln und dann, ja, muss man da noch rein. Sollte man denn noch ein paar italienische Truppen schicken? Wobei, ich will bei den Italienern erstmal, dass die noch einen zweiten in amphibische Kriegsführung stecken. Damit sind sie eh wieder pleite. Na gut, ich meine, wir kontrollieren ja Teil vom Mittelmeer. Gerade falls das hier noch läuft, falls Spanien irgendwann vielleicht doch dazu kommt und man Gibraltar einnehmen kann. Alliierte Sachen hier nicht so wahrscheinlich. Ich meine, man könnte natürlich sich dann auf Dauer noch mehr Italiener ranziehen, dass die hier versuchen, den Rest zu erobern. Ja, dann würden die Italiener auf, also wenn man das so umsetzt, die eine Truppe der Italiener läuft ja hier drüben hin, um auf das Gebiet aufzupassen. Dann eine Truppe bildet, die hier drüben hinläuft, dann würden die Italiener quasi an den Zugängen zum Mittelmeer stehen. Das hätte durchaus was. Die sind nicht so direkt in Kampfhandlung, dass man insgesamt die hochforschen kann. Nur die Frage, musst du eigentlich beim Hafen bleiben? Tja. Eine Bombe kann man ja im Moment nicht so wirklich picken. Mal einsetzen. Ja gut, da könnte hier drüben da zur Küste aufklären und irgendwann kommt ja wahrscheinlich hier noch ein deutsches Hauptquartier rüber, um die Briten da zu schlagen. Sonst kannst du ja einfach mal rüberfliegen. Und wenn du irgendwann oder statt über eine bessere Versorgung hast, hilfst du damit. Nehmen wir dann zur Aufklärung. Und du kannst meinetwegen da noch mit ran. Gut, die kommen darüber. Die italienische Flotte verhält sich erstmal vorsichtig und wir schauen, wie sich das da so entwickelt. Option, da mehr reinzuschicken mit der Option, wenn es denn sein muss, deutsche Flugzeuge noch einzusetzen. Die aber hier erstmal ganz entspannt wenig ranfliegen können. Wann haben wir eigentlich die nächsten... dauert noch einen Moment. Ja, ich bin auch am Überlegen gegen Malta. Meine, wir könnten die italienische Flotte vielleicht gegen die einsetzen. Das denke ich weit genug. Ja, ich meine, den Kanal hier drüben haben wir. Hier steht noch ein U-Boot und das ist ein bisschen Weg nach Malta. Ich glaube nicht, dass hier wirklich jemand steht. Man kann hier mal vorsichtig scouten. Leer. Ganz sicher, ob ich da jetzt wirklich eine Operation gegen starten will. Aber er wird ja einfach mal jetzt nicht unbedingt mit den Schlachtschiffen, aber mit einem Schwung günstigerer Boote. Das vier. Das sind die Schlachtschiffe. Dann nimmt ihr. Ja, einer ist noch da unten. Dann nimmt ihr halt den noch dazu. So, könnt ihr einfach mal die Häfen hier schon runter belagern. Und dann noch ein bisschen auf den Ort drauf schießt. Vielleicht dann doch mit Schlachtschiffen. So, demnächst. Hab noch keine Eile. Du könntest auch da rein. Dann könntest du einerseits schon irgendwie vielleicht doch mal da drüben hin oder auch da helfen. Könnte man vielleicht noch Malta ein wenig der Komplettheit halber einnehmen. Dass hier wirklich keine alliierte Marinebasis mehr im Mittelmeer wäre, das hätte was. Die deutschen Bomber haben hier zum Teil eh nicht viel anderes zu tun. Man müsste natürlich, damit das so richtig funktioniert, hier auch nochmal kurz ein deutsches Hauptquartier vorbeischicken. Aber ja, liebe Flieger, sonst kommt doch hier ein wenig entlang. Unter Umständen greift ihr dann halt noch in Richtung Casablanca an.
was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. Ansonsten versucht ihr vielleicht, wenn das hier alles runterbelagert ist, Malta anzugehen. Gut, und einer mit Hauptquartier passt hier auf. Hafen. Andere Falli steht noch im Hafen von Tunis. Das passt alles schon. So, wir haben einiges an Kapazität frei in der Forschung. Die Logistik sehe ich, wir könnten noch 3 Hauptquartiere kaufen. Ne? Auch schon nett, noch einen in der Logistik zu kriegen. Dauer vielleicht noch einen kaufen kann. Hauptquartiere wären ganz schön wichtig. Vielleicht noch hier einen. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, kriegen wir noch ein Langstreckenflugzeug und es ist, ja, und wir sind exakt am Limit. Das ist gut. Okay, für noch eine Befehlshaber reicht es nicht. Die muss man auch langsam kaufen. Von den 4 Sachen. Also Sachen, die 4 Monate dauern. Also Eisenbahngeschütz ist, denke ich, erstmal nicht so wichtig. Lorry-Division, hier eigentlich nicht. Armeen und Mechanisierte. Wir haben ja relativ ähnliche Werte. Die Armee ist stärker gegen weiche Ziele, was aber nicht ganz so wichtig ist häufig. Die Mechanisierte stärker gegen Panzer. Ansonsten leicht variierende Werte. Würde ich doch erstmal noch einen Mechanisierten nehmen und auf Dauer vielleicht auch nochmal die eine oder andere Armee. Eine Kavallerie ist glaube ich schon auf der Liste. Und man kann... Was ist mit Spanien? Da fehlen italienische Punkte. Gut, die haben aber erstmal ihre Forschung hochgezogen. Und man kann mit den Deutschen ja auch sparen, dass wir mehr Punkte haben, dass man noch mehr Einheiten kaufen kann und irgendwann in den letzten Runden, bevor es losgeht, muss man dann natürlich noch die ganzen Upgrades verteilen. Kauft jetzt gerade alle ohne Upgrades, dass man einfach schon möglichst viele bereit hat, wenn losgeht. So, das heißt, Ägypten wird jetzt auf, ja, auf Sicht, das wird demnächst fallen. Die ganze Gruppe hier von den Deutschen, die können eigentlich dann da drüben weitermachen, die Briten hier zurückwerfen. Müssen mal sehen, ob man die dann noch zurückbringt oder ob die hier in der Gegend dann noch mehr Operationen durchführen. Wie gesagt, Angriff auf Persien und dann hier direkt auf Ölfelder, die bedrohen. Ich hoffe, jetzt haben wir zu Kriegsbeginn nur eine bestimmte Anzahl Einheiten, die sie frei bewegen können. Und er wird gezwungen, davon hier was hinzubringen. Also es könnte interessant sein. Sollte man sich nochmal angucken. Und hier drüben schauen, ich denke mal, wir kriegen den Hafen jetzt demnächst. Die Hafenstadt und dann gucken, wer genau das hier zu Ende bringt. Und wie viel die Briten da jetzt selber investieren. Aber ansonsten insgesamt eine große Armee für den Ostfeldzug aufstellen. Das läuft da eigentlich auch ganz gut. Kommt einiges zusammen. Na gut, ich denke mal, man kann den Zug erstmal wieder beenden. Wir noch einen Erfolg mit Spanien. Ah, das weiterentwickelte Flugzeug wird fertig. Logistik hat direkt einen Fortschritt, sehr schön. Italien mit der amphibischen Kriegsführung, gut. Gut, gut, dann ja, an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Papa Bär mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.